Hallo und herzlich willkommen, meinen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ja, heute am Dienstag wollen wir auch mal reinschauen, wie so die Energien sind für den heutigen Tag. Und ja, vielen lieben Dank für all eure lieben Glückwünsche und Besserungswünsche. Ich habe mich sehr gefreut. Danke dafür. Wir beginnen heute einfach auch mal mit der Tagesenergiezahl. Das ist heute die 511. Und bei dieser Zahl geht es vor allen Dingen darum zu erkennen, dass du aus einem unstabilen Fünfersystem hinkommst zu etwas Neuem, dass du einen Fortschritt gemacht hast und dass du vor allen Dingen auch stabil bist in diesem Fortschritt. Das heißt, sei stolz auf das, was du bereits geschafft hast und freue dich an deinem Fortschritt. Ja, und auch wenn es Mini-Mäuseschritte sind. Es geht nicht immer darum, ein ganz neues Buch aufzuschlagen. Manchmal geht es darum, ein Kapitel zu beenden oder auch eine Seite umzuschlagen. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier aus dem Heilorakel der Feen bekommen. Folge deinen Träumen. Ja. Bleib auf diesem Weg. Das, was du tust, ist richtig. Im Moment geht es wirklich darum, sich in sein eigenes Selbst mehr zu vertiefen, in das, wofür du hergekommen bist und das, was du gerne machen möchtest. Dann haben wir hier noch die Karte Entgiftung. Ja, es ist an der Zeit, auch etwas loszulassen. Entweder ein vergiftetes Denken oder vielleicht auch tatsächlich eine physische, eine körperliche Vergiftung. Ich befürchte, so ganz können wir dem Ganzen nicht entrinnen heutzutage, weil die Vergiftung schon ziemlich allumfassend ist, auf die eine oder andere Art und Weise. Aber vielleicht, vielleicht ist es an der Zeit, anstatt Kalorien zu zählen, Chemikalien zu zählen in Lebensmitteln zum Beispiel. Oder es geht darum, halt zu schauen, was du wirklich deinem Körper zuführst oder was du vielleicht auch ausleiten kannst, vielleicht mit Algenprodukten oder so. Wir haben hier noch die Karte Ferien. Die habe ich tatsächlich sehr selten hier im Orakel gehabt. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das letzte Mal war. Ferien. Also, folge deinen Träumen, Entgiftung und Ferien. Vielleicht möchte der ein oder andere eine Kur machen. Ja, vielleicht möchtest du deine Fortschritte ausbauen. Vielleicht möchtest du eine neue, gesunde Lebensweise in irgendeinem Bereich. Ja, es muss ja nicht gleich immer alles sein. Vielleicht möchtest du etwas langfristig durch kleine Schritte aufbauen. Ja, den exoterischen Weg wählen, um dein Leben auch zu verbessern. Weil hier so beim Kartenlegen geht es ja oft um den Innenweg, um den esoterischen Weg, den Weg der eigenen Innenschau. Aber es geht auch darum zu erkennen, welche Schritte im Außen gemacht werden können, sollten, dürften, um wirklich Erfolge zu erzielen. Weil nur vergeistigt sein, nur verkopft sein oder auch nur spirituell sein, reicht halt nicht aus. Du bist ein spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht. Und dazu gehört es, die Materie auch zu achten und auch zu bearbeiten. Ja, wir haben diesen Schöpferauftrag und du kannst hier aus dem Vollen schöpfen, um dein eigenes Potenzial herauszukitzeln, um deinen Körper wieder gesunden zu lassen, ins Heil zu bringen. Denn auch alles das, was wir als Krankheit definieren, gehört zum Prozess mit dazu. Der ein oder andere hat es vielleicht gestern bei Telegram schon mitbekommen. Ansonsten sage ich es jetzt gerne noch einmal. Heute, am Dienstag, kommt ein ganz großer Sonnenflair auf die Erde, ein Sonnensturm. Ja, Energie von der Sonne in großen Wellen. Und es kann durchaus sein, dass das auch deinen Körper beeinflusst. Ja, auf die eine oder andere Weise. Es kann sehr positiv sein. Es kann sein, dass gewisse Frequenzbereiche das Gehirn animieren, mehr freizuschalten. Es kann aber auch durchaus sein, dass hier eine Art Entgiftung stattfindet durch die erhöhten. Es geht auch um niedrige Schwingungen. Ja, die sind ja nicht passé negativ, sondern sie haben alle ihren jeweiligen Effekt auf gewisse Regionen im Körper. Und es kann sein, dass das zur Entgiftung kommt, aber es kann auch Entgiftungssymptome mit sich führen, dass man sich erstmal schlechter fühlt. So wie man es von Menschen hört, die auf Zucker verzichten, die sich erstmal ganz elend fühlen, weil der Körper sich neu regulieren muss. Oder vergleichbar halt mit anderen Drogen. So,
Gehen wir mal weiter jetzt. Also passt gut auf euch auf. Sonnensturm kommt, falls du dich heute ein bisschen komisch fühlst oder auch aktiviert fühlst, kann es durchaus daran liegen. Dieter Bröers sagt immer, an solchen Tagen, wo so erhöhte Sonnenaktivitäten halt auf die Erde prasseln, steigt die Anzahl an Unfällen, Suizidversuchen und Menschen, die sich freiwillig in psychiatrischen Einrichtungen melden. Also falls heute etwas komisch ist, kannst du dich vielleicht darauf zurückbesinnen. Und als weiteren Tipp von Dieter Bröers, den ich jetzt weitergeben möchte, ist, achte darauf, dass du genügend Wasser zu dir nimmst oder vielleicht auch ein Bad nimmst. Hier haben wir auch nochmal diese Wasserthematik vom Entgiften. Wenn sich etwas lösen und reinigen sollen, dann brauchen wir halt unser Schmiermittel dazu, ja. Und ich meine, wie viel Prozent des Körpers bestehen aus Wasser? 70%. Es ist wichtig, dass heute ausreichend getrunken wird. So, gucken wir mal weiter. Wir gehen hier in das Orakel der inneren Stimme von Christine Lau. Und schauen mal, da haben wir zwei Karten. Die erste Karte ist das Festhalten. Du kannst nichts verlieren, was zu dir gehört. Aber alles, was nicht mehr zu dir gehört, darf sich jetzt lösen. Und dann haben wir die Selbstermächtigung. Du allein bestimmst über dein Leben. Passt sehr gut. Hier geht es darum, dir selbst treu zu bleiben oder halt auch den Weg zu finden, deinen Weg zu finden, zu dem zu werden oder zu derjenigen oder zu demjenigen zu werden, der du wirklich sein möchtest. Denn darum geht es doch irgendwie auf diesem Lebensweg, dieses Ich, das wir uns vorgenommen haben zu sein, herauszukitzeln auf die eine oder andere Weise. Unten drunter haben wir noch die Ehrlichkeit. Die eigene Wahrheit zu sprechen erfordert Mut. Ja? Und diesen Mut wirst du hoffentlich hier auch finden im Inneren. Hab keine Angst. Ganz gleich, was hier passiert heute. Oder halt auch nicht. So, wir nehmen jetzt noch eine Karte aus dem Dein Herz kennt den Weg Orakel von Longschweppe und gucken mal, welche Botschaft hier für das Herz noch mit dazu kommt. So. Lass den Anspruch los, perfekt sein zu müssen. Gelassenheit entsteht, wenn du die Dinge und dich selbst so sein lassen kannst, wie sie sind. Sie werden nie perfekt sein. Etwas so gut wie möglich zu machen, ist mehr als genug. Genau, du musst nicht warten, bis du angekommen bist. Das sagt doch die Tagesenergiezahl, ne? 1, 5, 5. Du darfst im Prozess schon Etappensiege feiern. Ja, du darfst, bevor du perfekt bist, ja in Anführungszeichen, darfst du auch schon zufrieden sein mit dir. Du darfst auch die kleinen Fortschritte gut finden. Sei es nun, ob du eine neue Fähigkeit erlernst und jetzt zum ersten Mal flüssig die ersten drei Strophen von einem Klavierstück spielen kannst oder ob du auf deinem Weg zum Wunschgewicht so und so viel schon abgenommen hast. Ganz gleich, was es jetzt halt ist oder ob du eine Prüfung machst und da jetzt die ersten Ergebnisse kommen. Sei stolz darauf, dass du etwas tust, dass du bereits auf dem Weg bist. Weil darum geht es. Es geht darum, wirklich Schritt für Schritt für Schritt zu machen. Nicht mehr, aber auch halt nicht weniger. Und man kann halt immer nur auf dem Weg oder in diesem Prozess auch scheitern, wenn man ihn halt geht. Wie oft hört man Leute, die sich lustig machen über Menschen, die sich etwas aufbauen? Ja, oder die einfach ein kleines Unternehmen haben, jetzt so wie ich, und dann werden sie belächelt. Andere Leute machen gar nichts und können deswegen auch nicht aufs Maul fallen. Und wenn man sich halt nach außen wagt oder wenn man eine neue Fähigkeit lernen möchte oder irgendetwas Neues ins Leben integriert, dann kann man natürlich auch scheitern. Aber scheitern gehört zum Prozess des Erfolgreichwerdens halt einfach auch dazu. Und davon sollten wir uns dann auch nicht entmutigen lassen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Mach ein bisschen Ferien von der Vorstellung, perfekt sein zu müssen. Vielleicht kommt das auch aus deinem Elternhaus. Vielleicht hattest du Angst, bewertet, verurteilt oder angeschrien zu werden. Schau mal hin, vielleicht, so als kleines Indiz am Rande, wenn du Besuch einlädst, putzt du dann vorher extra gründlich? Putzt du dann wirklich nochmal alles ordentlich durch und räumst nochmal richtig dolle auf?
sodass, wenn Besuch kommt, dieser Besuch dich nicht verurteilen kann? Und ist es vielleicht so, dass du sogar sagst, wenn diese Menschen dann kommen, tut mir leid, dass es hier so unordentlich ist, obwohl du gerade 2-3 Stunden exzessiv geputzt hast? Guck mal, ob dieses Beispiel eventuell auf dich zutrifft. Dann kommt das eventuell aus deiner Kindheit. So. Wir nehmen jetzt noch eine Karte aus dem Orakel der Göttinnen und dann machen wir Schluss. Die Athene, innere Weisheit. Du weißt, was zu tun ist, traue deiner inneren Weisheit und handle unverzüglich danach. Gut, also Ruhe, Entgiftung, Innenschau und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und ja, mal gucken, ob wir uns morgen sehen. Auf jeden Fall wünsche ich dir einen zauberhaften Tag. Wie immer freue ich mich über Likes und Kommentare. Und schau gerne mal auf meiner Homepage vorbei und dann bis morgen. Ciao!